Wir machen jetzt einen Farbwechsel. Ich häkel jetzt mit Rot weiter. Meine weiße Wolle ist alle. Hier hängt noch ein letzter Zipfel. Den häkel ich gleich mit ein, dann muss ich ihn nicht vernähen. Den roten Faden nehme ich wieder auf die Hand. Du hast rechts das Ende runterhängt. Und häkel mit dem weiter. Nimm den Umschlag in der neuen Farbe und häkel hier die erste Masche, das erste halbe Stäbchen in der neuen Farbe. Und die beiden Enden häkel ich hier gleich mit ein.